Russland verhängt Sanktionen gegen Führung der Bundeswehr und deutscher Geheimdienste. Russische Medien informieren kurz vor Jahreswechsel über weitere Sanktionen, die Russland gegen Führungspersonal der Bundeswehr und Strukturen deutscher Geheimdienste verhängt hat, die mit der Bundeswehr kooperieren. Russland hat führenden Mitarbeitern der Bundeswehr und der Strukturen der Geheimdienste, die mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, die Einreise nach Russland verboten. Dieses Einreiseverbot ist eine Antwort auf die Sanktionen, die die Europäische Union im Oktober 2020 als Reaktion auf angebliche Hackerangriffe Russlands auf den Bundestag im Jahre 2015 verhängt hat. Offiziell hat das russische Außenministerium keine Namen oder Dienststellungen genannt, die von diesem Einreiseverbot konkret betroffen sind. Das russische Außenministerium kommentierte, dass man weitere Antwortmaßnahmen für den Fall vorbereite, dass Deutschland seine Konfrontationspolitik gegen Russland fortsetze. Im russischen Außenministerium zeigte man sich überzeugt, dass der angebliche Hackerangriff nur ein Teil der politischen Medienkampagne war, die als Auftakt genutzt wurde, um gegen Russland weitere Sanktionen verhängen zu können. Die russischen Medien erinnern, dass die Europäische Union am 22. Oktober gemeinsam mit Großbritannien Sanktionen gegen ein Zentrum der russischen Geheimdienste und gegen zwei russische Staatsbürger im Zusammenhang mit einem angeblichen Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag und dem persönlichen Postkasten der Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie einiger Abgeordneter verhängt hatte. Aus den Meldungen der russischen Medien geht nicht hervor, ob die offiziellen Vertreter der Bundeswehr und der deutschen Geheimdienste, die in den diplomatischen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in Russland akkreditiert sind, auch von diesem Einreiseverbot betroffen sind, also de facto zu persona non grata erklärt werden.